Ja, da sind wir beim nächsten Video. Diesmal wieder was ganz Neues für mich. Ich mache aktuell sehr viel neuer Kram. Das habe ich jetzt gerade in der Post gehabt. Das ist ein eBay-Kauf. Ich habe ein paar Karten gesehen, nicht viele auf den Bildern, und dachte mir, hey, komm, für einen Zehner nimmst du das mal mit. Und ja, ich habe es noch nicht angeguckt, ich habe noch nicht durchgeguckt. Ich habe es einfach aus dem Brief rausgeholt, zusammengestapelt und neben meinen Aufnahmetisch gelegt. Und deswegen würde ich das jetzt ganz gerne mit euch mal durchgehen. Ja, ich würde jetzt nicht jede Karte einzeln gehen, es sind ein paar. Ich werde da jetzt einfach mal ein bisschen durchblättern, mal gucken, was wir so haben. Urzas Bergwerk, das ist schon mal ganz gut. Urzas Bergwerk ist 1 Euro. Ich sehe da schon. Oh, Phyrexianischer Verschlinger. Wunderschön. Eine Reserve-Diskarte. Ja. Alles Deutsch sehe ich bisher jetzt. Ja, Dark Red geht immer. Remastering habe ich früher gespielt. Nekrat habe ich auch gespielt. Ist eine Rare, glaube ich sogar. Titanias Lied geht auch immer gut. Super gute Commander-Karte. Aber irgendwie spielt die keiner. Ich weiß nicht warum. Schwarzes Ritual. Energiefluktuation. Damals zu Mirrodin-Zeiten habe ich die ganz viel gespielt. Schuppenwurm. Gedankenkontrolle. Roter Urknall geht immer. Gruftratten. Wurden die jetzt nicht neu aufgelegt? Ich glaube, die sind mittlerweile modern legal. Ich bin mir nicht sicher. Schwarzer Ritus, Zwergische Seefahrer-Clan. Ist, glaube ich, auch Reserved List. Wenn es nicht sein sollte, berichtigt mich mal. Eron, denke ich immer, ist Reserved List. Waffenruhe. Die Artworks von früher, Heilige, sind die hübsch. Verschwörer aus Stormgald. Dramana 2-2, Tappenzahle Mana. Neutralisieren, weißen Zauberspruch. Das ist stark. Das ist stark. Riester ist düster, aber als Infektion, das wird Legacy gespielt. Karkur ist Zauberbuch. Das wurde auch neulich neu aufgelegt, ich erinnere mich. Eindringender Sand. Das war doch Zerstöre ein Land. Genau. Genau. Das ist, glaube ich, Pauper. Bumerang. Oh mein Gott. Okay. Turm von Phyrexia. Den habe ich noch nicht gesehen. Sehr cool. Tappen mehr Höhe der Mana ein farbloses Tappen. Opfer eine Kreatur, kriegt zwei schwarze. Damit dürfte das schon wieder raus sein, der Preis. Und alles dahinter ist jetzt Bonus, ist halt auch noch nicht so viel, aber naja, was soll man machen. Urzas Brosche ist gleich was, hier ist ungesleeved, unvorsichtiger Trotz, zwei Mana zerstört, zwei nicht schwarze Kreaturen, du verlierst 5 Lebenspunkte. Nicht bad. Kochende Erde, Gruftkobra, unheilige Stärke, oh mein Gott, Ikanisches Lager, ich glaube, die ist 50 Cent wert, ich bin mir gerade nicht sicher. Lotusblüte, oh mein Gott, ja, noch nicht gesehen. Ja. 0 Mana, tappen, opfern, nöten, Mana Vorrat, um Mana beliebiger Farbe. Das ist cool. Überwuch. Jawohl, Choke. 3 Mana, Verzauberung, Inseln enttappen nicht. In einem echt okayen Zustand. Paradigmenwechsel, das ist, glaube ich, eine Reserved List Karte. Ich bin mir nicht sicher. Luftmauer, ja. Das, ja. Goblin Anwerber ist eine Legacy-gebannte Karte, die habe ich schon auf den Fotos gesehen gehabt. Dementsprechend wusste ich, dass die drin ist. Sehr coole Karte. Legt beliebig viele Goblins aus dem Deck oben aufs Deck. Aber im Komma, oh mein Gott, nächste Reserved List Karte. Reserved ist aktuell nicht so der große Hype drum. Ich persönlich bin immer noch sehr, sehr, sehr davon angetan, weil die Reserved List eigentlich etwas ist, was sehr safe ist für mich. Und deswegen freue ich mich bei sowas halt immer ein paar Reserved List Karten mit beizusehen. Auge um Auge, das Artwork. Guck den Dude an. Krass. Oh, ein Bumerang. Ein alter Bumerang. Okay. Leichentanz, auch reserved, ist auch irgendwie 4, 5 Euro, meine ich. Für 3 Mana bringt man die oberste Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Sie hat Eile und wird am Ende des Zuges entfernt mit Rückkauf. Sehr cool im Commander auch. Timbrianische Unholde, auch reserved ist. Dramana 1-1. Mit Ante. Ante wurde ja damals sehr viel gespielt. Ich habe nur Berichte gehört. Ich habe selber nie mit Ante gespielt, wo es ja nur darum ging, die obersten Karten wegzulegen, um bestimmte Effekte zu bekommen. Und der Gewinner hat einfach die Karten vom Gegner bekommen. Das wurde in irgendeiner Yu-Gi-Oh! Staffel tatsächlich auch mal nachgemacht. Tränenschauer. 3 Mana zerstören ein Land deiner Wahl. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob das im Pauper gespielt wird. Keine Ahnung. Vielleicht. Keeper of Tresshorn, auch das eine Reserved-List-Karte. Die ist englisch. Ist, glaube ich, die allererste englische Karte hier drin. Ja, ich glaube. Keeper of Tresshorn, eine englische Karte. Alles klar.
Und am Ende nochmal ein schwarzer Ritus. Ja, das war erfolgreich für einen eBay-Kauf. Vielleicht mache ich das noch öfter. Je nachdem, wenn ich was auf eBay kaufe, werde ich euch das mal so ein bisschen zeigen, was ich da so eingekauft habe, was es da so gibt. Und ja, im Normalfall ist das immer ein bisschen schwieriger auf eBay. Ich hatte jetzt ein bisschen Glück. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexi. Ciao, ciao.